Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Banjo-Kazooie hier in Mumbo's Mountain. Ich habe vergessen, die Steuerung zu emulieren. Ach ja, egal, dann schaffen wir den Part eben so noch. Also im letzten Part haben wir unser Abenteuer gestartet. Wir sind unterwegs in Grundys Reich, um Puzzleteile sowie Noten zu sammeln und somit Grundhilda in den Hintern zu treten. Denn diese hat unsere kleine Schwester entführt und natürlich wollen wir unsere Schwester retten, denn wir lieben unsere Schwester, weil wir ein guter Bruder sind oder so. Jups. Das ist Baum von Konga. Ich treffe Bär mit Orangen. Ja, treff doch. Ups. Daneben. Jetzt hier. Ups. Und das gibt dann ein Puzzleteil. Schlauer Bär findet Kongas Gold. Und damit hätten wir das 6. von 10 Puzzle zu dem Teilen. Und wegrollen. Schauen wir uns mal direkt hier so eine Orange. Ups. Ups, voll Schaden bekommen. Hey, das ist Kongas Orange. Zurückgeben. Und hier, Chimpy, nimm die Orange. Orangen sind lecker. Chimpy liebt Orangen. Chimpy wird dem dicken Bären im Lustigfuhl helfen. Weg ist Chimpy, der Baumsturm hebt sich und da ist ein Puzzleteil. Und das wäre dann auch schon Nummer 7. Jetzt, upsa, fast geschafft. Warte, nochmal im Slide so schön. Upsala, das war doof. Hey, genau. Und dann reden wir mal mit dem Bottles. Hallo. Es ist an der Zeit, dem Vögelchen zu zeigen, was man mit Eiern alles machen kann. Ich bin ganz Ohr, Erdwühler. Halte den Z-Trigger gedrückt und den oberen C-Knopf, um ein Ei aus deinem Mund zu schießen. Klingt super. War das alles? Fast. Drücke den unteren C-Knopf, um ein Ei nach hinten abzufeuern. Autsch, das hört sich schmerzhaft an. Ich hätte bloß nie fragen sollen. Mit dem 3D-Stick lässt sich das Ziel genau anvisieren. Insgesamt kann das Vogelhirn bis zu 100 Eier tragen. Jetzt habt ihr gelernt, wie man Eier abschießt. Ich gebe euch noch 50 Eier, damit ihr ein wenig üben könnt. Hey, du machst nicht den frischesten Eindruck. Ich werde deine Energie auffüllen. Ah ja, weil wir eine Honigwabe weniger hatten. In dieser Welt habt ihr alles gelernt, was es zu lernen gibt. Yay, wir sind voll die lernfähigen Typen. Wir sind voll lernfähig. Hui. Und gib mir das Ei. Und Grundy-Schalter. Erstmal reinstampfen und gucken, was passiert. Auf dem Dach von Mumbo's Mountain erscheint ein weiteres Puzzleteil. Okay, das schnappen wir uns dann natürlich nachher. Doch, ihr habt gesehen. Ah, wie doof das ist. Nein, nicht wie doof das ist, sondern dass es ab und zu einfach kurz hängt. Also ich werde da je nachdem mein Bestes geben, das mit Schnitten auszugleichen. Aber naja gut, jetzt geht es noch dran, Konga eine reinzudrücken. Also hier. Hier sicherer Platz. Wer kann Konga nicht treffen? Bam. Ah, Ei tut Konga weh. Autsch. Hey, du Arsch. Konga, guter Werfer. Und das war's. 3 ist die Todeszahl. Oh, Bär besiegt Konga und Konga gibt Preis an Bär. Und ein weiteres Puzzleteil. Also in dieser Ecke findet man tatsächlich einfach 3 Puzzleteile. Und wenn man das jetzt eingesammelt hat, dann ist Konga wieder aggressiv. Dann wirft er wieder mit Orangen nach uns. Aber naja, gut. Soll uns auch nicht weiter stören. Denn jetzt werden wir diese Ecke hier verlassen. Also renn! Banjo, renn! Ach Gott. Huckepacklauf, go! Eieiei, was war das denn, ey? Rennt da hier nicht los? Gut, welche Puzzleteile fehlen denn? Ah, ich weiß es. Okay, ich weiß, wie die Honigwabe so wie Puzzleteile ist. Und, naja gut, wir brauchen noch einen von, von dem Mumbo-Schädel. So, nicht einen von 5, denn ich weiß nicht, wie viele es gibt. Aber, naja, Mumbo-Schädel zählen zu 100% nicht dazu. Deshalb werden wir wahrscheinlich nicht alle sammeln. Aber alle, die ich sehe, alle, die ich weiß, wo sie sind. Und 5 Stück brauchen wir auf jeden Fall hier. Warum ich jetzt oben nicht weitergegangen sind, bin... Warum wir nicht weitergegangen sind, einfach weil das zu steil ist, wir werden runtergerutscht und naja, das werden wir mit der Verwandlung in dieser Welt, sag mal, abändern. Denn Mumbo, der Schamane, kann uns pro Welt einmal in irgendwas verwandeln, also nicht in jeder Welt, aber na gut. Ich bin Juju, Mumbos Totenfall. Füttere mich doch mit diesen leckeren blauen Dingern. Oh, bin ich schlecht, ey. So, immer wieder ein Ei reinschießen, haps. Und den jetzt nicht abschießen, dann erstmal drauf und dann holt man sich hier die letzte Honigwabe für diese Welt. Und dann schießt man Juju das Ei in den Mund. Zack, dann geht's hier wieder ein Jiggy. Und das wäre dann Nummer 9 von 10. Na gut, das letzte bekommen wir dann, indem wir jetzt zu Mumbo gehen und dieser wird uns dann verwandeln. In was sehen wir gleich? Wobei, ich sag mal so viel, diese Verwandlung ist auch schon in der Welt hier rumgelaufen oder so, vorgekommen als Gegner. Na, mal sehen. Also erstmal hier die 4 Noten sammeln, dann kann man immer hier auf ein Teil drauf, was nicht brennt, und gucken, was hier oben ist. In dem Fall befinden sich jetzt hier nur Noten. Das sind blaue Eier, keine Noten. Könnten aber auch Noten sein oder mal ein Jinjo oder sonstige Sachen oder eine leere Honigwabe gibt es auch in der Welt, auch ganz oben. Aber gut, dann werden wir jetzt mal hier auf die Druckplatte gehen.
Ich Mumbo, bester Schamane in ganz Spiel. Mumbo kann Bär und komisch Vogel helfen. Vorsicht, du schräger Quacksalber. Böse Echse hat versteckt Mumbos silberne Schädel. Findet Schädel und Mumbo euch viel gut helfen. Ah, wenn so viele Schädel haben, stellen auf Totenschädel und dann B drücken. Mumbo machen Zauber wie Copperfield. Copperfield, okay. Und wir sind eine Ameise oder auch Termite, was auch immer. Mumbo machen kostenlose Rückverwandlung. Kommen wieder, wenn fertig. Ah, gut Zauber für erstes Mal. Mumbo brauchen noch etwas Übung. Sache so lustig. Okay, ich liebe seine Grammatik so richtig, richtig hart, müsst ihr wissen. Aber gut, damit werden wir dann auch die Welt verlassen und dann können wir uns auch auf Mumbos Mount auf der Spitze des Levels, hier die das Puzzle holen, was durch den Grundtischhalter entstanden ist, denn die Termite oder auch Ameise kann an, ich sag mal, steilen Wänden trotzdem laufen. Das war auch das, was ich vorhin meinte mit der Honigwabe der einen. Und man wird ja sogar als Ameise oder Termite eben extra gesprochen. Hey, wo hast du die coolen Shorts her? Die muss ich auch haben. Ja, deshalb, wenn wir sie berühren, will sie uns eben damit Schaden zufügen und uns die Shorts bzw. was auch immer klauen. Ich will hier die Noten haben, yay. Gibst du mir deinen coolen Rucksack? Und da Bottles. Upsala. Ihr habt tatsächlich alle 100 Noten dieser Welt gefunden. Applaus. Da würde, glaube ich, sonst noch eine Melodie ertönen, dass wir es geschafft haben, aber weil ich jetzt als sonstiges Teil unterwegs bin, als Vierbeiner, ist es eben nicht der Fall. Und ja gut, dann wären wir jetzt auf der Spitze des... Hat er eigentlich noch einen Namen? Ich wollte jetzt Tic-Tac-Turm sagen, aber das ist falsch. Na gut, egal, dann hätten wir auch noch da das Extra-Leben. Und hier das letzte Puzzleteil. Das wären 10 von 10 in dieser Welt. Hey, kein Sturzschaden. Und wenn Banjo-Kazooie jetzt Banjo-Kazooie wären und nicht so ein Teil, dann hätten wir jetzt auch Yahoo gemacht. Na gut, schön, dann gucken wir uns die Statistiken ganz kurz an. Statistik! Wir haben in Mumbo's Mountain innerhalb von 13 Minuten 2 von 2 leeren Honigwaben, 10 von 10 Puzzleteilen und 100 von 100 Noten. Bis wir da hinten die Druckplatte reicht zu haben, sind bestimmt schon 13 Minuten 45 vergangen oder so. Mal schauen und... Das sollte zählen, mal schauen. Mal schauen, wie lange wir brauchten. 13:44. Eieiei, das war ja fast richtig geschätzt. So, das war die erste Welt. Grundhilde hat dich daran gehindert, alle Noten zu sammeln, aber die 100 gesammelten Noten werden als Bestleistung gespeichert. Versucht alle 100 Noten jeder Welt zu sammeln. Ihr braucht die Noten, um weitere Türen zu öffnen. Das verstehe ich nicht ganz, Leute. Ist das auch? Ich glaube, das ist auch ein Bug, weil wir haben doch alles gesammelt und da wird angezeigt, wir wurden gehindert, alle zu sammeln. Ihr müsst wissen, wenn man aus der Welt rausgeht und wieder reingeht, dann bleiben die Noten als Bestes und gespeichert. Aber ich glaube, man muss trotzdem wieder alle sammeln, genauso wie nach dem Game Over. Mumbo Magie gleich am Ende. Bär drehen um oder Zauber kaputt. Okay, da 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 da. Zauber alle. Banjo wieder Bär. Yay! Und was mit Kazooie passiert während dieser Verwandlung, würde ich auch mal gerne wissen, aber ist nicht weiter wichtig. Dann gehen wir jetzt mal diesen steilen Aufhang hier hoch und gucken uns einen weiteren Teil von Grundis Reich an. So, hier ist die Notentür, die Bottles vorhin angesprochen haben. Da steht eine 50 drauf, also, ne? Diese Tür hat Grundhilda mit einem Musikzauber versiegelt. Mach sie auf, Opa! Sei nicht so frech, um die Tür zu öffnen, müsst ihr in den Welten die Musiknoten einsammeln. Wie viele brauchen wir? Banjo, da steht 50. Zahl auf der Tür gibt die Stärke des Zaubers an. Um den Zauber zu brechen, müsst ihr mindestens so viele Noten gesammelt haben, wie dort angezeigt wird. Ja, haben wir dann 50 Kinder. Ist diese Zahl kleiner oder größer als das oben rechts? Größer? Nein, kleiner. Da, seht ihr? Gott, das war jetzt Dora the Explorer. Ja, ihr wisst schon, weil... Gott, das ist so behindert gehalten, diese Dora-Serie. Ist zwar für Kinder, aber trotzdem fand ich es als Kind auch doof. Willkommen im Yammertal. Jetzt beginnt die pure Qual. Und hier haben wir direkt das Gegenteil von Grundhilda. Hilda. Hallo, meine Helden. Ich bin Brenthilda, Grundhildas jüngere Schwester. Ich möchte euch helfen. Es wird Zeit, dass man der alten Schachtel eine Lektion erteilt. Ich weiß alles über Grundhilda und werde euch bei jedem Treffen drei ihrer miesen Geheimnisse verraten. Vergesst meine Hinweise bloß nicht, denn ihr werdet sie noch brauchen. Drücke B, wenn ihr etwas über Grundhilda zu hören wissen wollt. Gut, das mal an. Also die Schwester oder die jüngere Schwester einer bösen, ekelhaften Hexe ist einfach eine niedlich gehaltene grüne Fee. Okay, Freunde, das merken wir uns und ich werde mir immer nach dem Part, also bei der Bearbeitung anschauen, was sie uns denn so gesagt hat und dann, na, werde ich mir das halt aufschreiben, weil wir brauchen das gegen Ende wirklich noch. Grundhilda putzt ihre Zähne mit Fledermaushaut. Okay, Fledermaushaut? Ihr Haar wäscht sie mit Motor...
Ihre Kleidung holt sie sich aus Saggy Maggies Boutique. Okay, gucke ich mir dann alles nach dem Part an und hier hätten wir auch schon das zweite Puzzle zu der zweiten Welt, Treasure Trove Cove. Um Puzzleteile wieder herauszunehmen, drücke den unteren C-Knopf, doch wenn das Bild erst einmal vollständig ist, lassen sich keine Teile mehr entfernen. Nee, wollen wir auch nicht, wollen die Welt ja auch offen behalten. Also, auf, ahoi Freunde und herzlich willkommen in der Treasure Trove Cove, wo Schätze und Abenteuer nur so auf uns warten. Naja, wenn wir dann da sind, und das sind wir noch nicht, von daher, erstmal den Weg dorthin finden, aber auch das ist schnell getan. Aber zuallererst möchte ich mal diesen Affen da besiegen. Was ist das? Die Affenface. Und nochmal den Huckepacklauf ansetzen, um hier runter zu gehen. Denn hier ist ein Schädel. Naja, hinter dem Kessel, ne? Geöffnet habt ihr. Ach Gott, egal. Ja, wir haben was bestellt. Der magische Kessel ist aktiviert. Finde zwei gleiche Farbe, um eine Abkürzung zu schaffen. Okay. Also, wenn wir jetzt so einen Kessel finden mit diesem, naja, violetten Ton. Ich sag mal violett, ich bin nicht so ein ganzer Farbenkünstler. Farbenakrobat, was lila, rosa, pink und sowas angeht, da habe ich nie wirklich einen Plan, was anders ist. Also lila schon, aber rosa, pink, ne, das sagt man schon wieder nicht viel. Naja gut, also wie gesagt, da wird eine Abkürzung geschaffen und diese können wir dann nehmen, um wieder zurück zu jeweilig anderen Kessel zu kommen. Also wenn wir jetzt woanders in den Kessel reinspringen, kommen wir an dem raus und andersrum. So, da unten geht es weiter, da haben wir einen Wasserfall. Ach, und unten geht es auch weiter, sehe ich gerade. Da geht es auch nach umgekehrte Steuerung. Da unten kann man durchschwimmen. Da kommen wir her, da kann man mit Sicherheit rein. Da oben auch, aber das kommt alles zu gegebener Zeit. Und da ist die nächste Nötentür, so. Und da brauchen wir 180. Kinder, ist diese Zahl da größer oder klappt? Na gut, egal, das ist größer. Hey, naja, vor der Tür kommen auch noch zwei Welten, also wir könnten schon mit der Welt hier reingehen, weil wir dann 200 hätten, aber es kommt eigentlich noch eine Welt dazu und ja, dann haben wir 300 Noten, ne, weil wir überall die 100 sammeln, also egal, go to Treasure Trove Cove! Die Musik hier ist so toll. Ahoi, willkommen in der Treasure Trove Cove. Zwei neue Moves sind hier zu finden. Okay, erst den blauen Jinjo retten. Hui, und schnell, dann kommt da ein Hai. Da schwimmt mein Leibgericht. Bitte im Wasser bleiben. Nein, dieser Hai hat mir als Kind immer so eine Angst gemacht. Da der wäre backt. Backe Kuchen oder was. Naja gut, wie gehe ich systematisch an diese Welt ran? Also erstmal stirbst du. Dankeschön. Ich werde erstmal nach hier links laufen, denn da sehen wir, Gott, eine Riesenkrabbe, ein Einsiedlerkrebs, eine Verarsche von Mr. Krabs mit Schale. Das ist Nipperstrand, an mir kommt ihr nicht vorbei. Das werden wir sehen, Krustenhirn. Diesem frischen Vogel sollte man die Flügel stützen. Ach ja, versuch es, wenn du für dich traust. Okay, aber erstmal, heps, zack. Wenn ihr übrigens die Xbox-Version spielen solltet, dann würdet ihr ein Achievement bekommen von wegen Nipper besiegen, aber das bekommen wir nicht. Autsch, das hat wehgetan. Immer schön den Clown ausweichen. Die Linke kommt nicht so weit, von daher einfach immer links ausweichen. Und dann wär's was für Nipper, aber ich habe hier was in einem Let's Play von Blackie gesehen. Also Blackie 720 hat das letztens auch Let's Play und hat mir nochmal so eine Lust aufs Spiel gemacht, dass ich das Projekt vorgezogen habe. Und da gab es da noch einen Mumbo-Schädel. Ich wollte gerade Pokerschädel sagen, aber es ist ein Mumbo-Schädel. Natürlich gehen wir dann auch mal bei Nipper reinschauen, aber ich versichere euch, keine Sorge, Nipper ist nicht mehr da. Wir hören jetzt zwar gerade irgendwelche Scheren, aber es sind nur diese normalen Klangkrabben, die wir mit einer Stampfattacke locker one-hitten können. Vorbeigerannt, what's up? Schon wieder? Ja, ich habe den Controller nicht raus, weil ich habe ja den Controller erst seit heute wieder, also sonst könnte ich das ja nicht let's playen, weil mit Tastatur wäre schwer. Aber naja, ne? Ich bin froh, dass ich einen neuen Controller habe. Mein alter war ja kaputt, das habe ich ja in Infovideo 17 gesagt und... Ja, jetzt können auch endlich wieder Projekte vom N64 etc. kommen, weil das lässt sich ja mit, naja, Controller oder ohne Controller so als 3D-Spiel nicht so gut spielen, aber jetzt können wir es ja tun und deshalb hier Banjo-Kazooie. Ich freue mich schon so auf das Projekt, ich habe mich schon so gefreut und das Spiel ist so schön, es ist eigentlich so kurz, wir werden es also locker mal schnell durchspielen, aber auch genießen, also, ne? Damit das geklärt wäre und ich gebe mal direkt einen Tipp, wenn ihr alles sammeln wollt, dann müsst ihr auch... Hier nach links und da unten die Honigwabe abstauben. Wir hören aber wieder, da kommt jemand. Heidewitzka, es geht auch noch nachtig. Wir hast uns doch gar nicht erreicht. Eieiei, aua.
Lecker. Das ist voll gruselig. Und vor allem Nachtig. Hä, wir sind doch entkommen. Laber mal keine Karamellen, Alter. Und vor allem Heidewitzka. Wie geil ist das denn? Er sagt einfach Heidewitzka. So, hier noch die roten Noten holen. Federn. Noten, ne? Ich bin eine rote Feder. Wenn Kazooie das Fliegen gelernt hat, werde ich ihr dabei helfen. Oder behilflich sein. Okay, also lesen ist heute wieder so sonderlich. Meine Stärke merke ich schon. Und zack, da sind blaue Eier. Die Zähne am besten nicht berühren, denn... ich habe nichts gesagt. Das würde wehtun. Na gut, dann gehen wir mal hier aufs Schiff. Wir entern das Schiff. Pirat, erhebe dein Schwert und gebe dein Gold an... Was ist denn hier los? Hallo? Ahoi, Landrat. Ich bin Captain Blubber. Ich habe meinen Goldschatz verloren, als mein Schiff auf dieser Sandbank auflief. Na, dann musst du ihn jetzt wo suchen, Blubberboy. Ich würde ja, aber ich kann nicht schwimmen. Wollt ihr einem alten Seebär nicht helfen? Na klar, wir werden den Schatz schon finden. Du bist eine Art Nilpferd und auf dem Meer unterwegs. Wieso kannst du nicht schwimmen? Wenn du mal untergehst, was dann? Also wenn dein Schiff mal untergeht. Aber naja gut, das sei mal die Sorge von Captain oder Kapitän Blubber. Wir werden ihm behilflich sein, seinen Goldschatz zu finden. Aber vorher möchte ich hier nochmal ganz kurz hoch und diesen Jinjo holen. Ja, den grünen Jinjo hier nicht vergessen. Wäre ja ungerecht, wenn wir den nicht schnappen würden. Jetzt mal ganz cool hier runterrutschen, denn ohne Kazooie werden wir hier wieder nicht hochlaufen können. Hey, und die Noten alle mitgenommen. Na gut, also der erste Schatz liegt quasi vor seiner Nase. Und zwar hier muss man eine Stampfattacke ausführen und dann geht es in das Innere des Schiffes, wo wir auf Noten sowie auf seinen Goldschatz in Form von Goldbarren stoßen. Jedoch nicht verwechseln oder Angst haben. Verwechseln, Angst haben, hier kommt kein Heim. Ahoi, ihr beiden, ich bin Captain Blubbers sagenhafter Goldschatz. Sagenhaft, oh Gott, es ranken sich Mythen um diesen Schatz, das One Piece. Ist es eigentlich das, was Captain Blubber besitzt? All das und viel mehr in der nächsten Folge von Beyblade. Ja, ich bin auch sehr lustig, ich weiß. Naja, gut, dann hier raus und der zweite Teil des Schatzes befindet sich vor dem Schiff. Und zwar gibt es auf dieser Seite hier ein paar Kanonenluken und diese eine ist offen. Da läuft auch das ganze Wasser rein, also eigentlich müsste man die mal schließen und versuchen irgendwie das Ding hier rauszuheben. Wobei das Schiff wird da wohl kein Mensch mehr rausbekommen, weil... Ist halt so. Ich meine, wie kann man so heftig in eine Sandbank brettern? Ich verstehe es auch nicht. So, und da ist der zweite Teil des Schatzes, des One Pieces. One Pieces, das klingt auch kacke. So Plural draus machen. Das One Pieces. Nope, lieber nicht. Da, her damit. Und dann geht's jetzt hier raus. Raus, weil wir ertrinken sonst irgendwann. Ihr seht ja links die Luftleiste. Und dann jetzt einfach wieder nach oben. Ach ja, die Musik ist auch schön. Unter Wasser klingt es auch immer netterweise etwas anders, was ich auch cool finde, aber gut, gut, hier hast du deine Goldbarren, du überdimensional große Heususe. Mein Schatz, ich könnte heulen. Vielen Dank, ihr Süßen, nehmt dies als Belohnung. Hurra, ich bin wieder reich. Reich. Warte mal, ihr Süßen? Vor allem diese Stimme gerade, die erkennen wir später wieder, ich schwör's. Naja, also ihr Süßen, Captain Blubber scheint einen Fetisch zu haben. Ich weiß nicht warum, aber egal. Vor allem, er wirft ein goldenes Puzzleteil für zwei, okay, Goldbarren, quasi sind mehrere Goldbarren. Ja, es waren ja ein paar Goldbarren in einem Haufen, aber trotzdem, das goldene Puzzleteil ist auch was wert. Also du hattest trotzdem Besitz in deinem Eigentum hier und sagst, du bist jetzt wieder reich. Geldgier, Geldgier, am besten schalte ich auf dieses Projekt ganz viel Werbung, wobei ich noch kein Netzwerk bin, dann wirkt das auch Geld geil oder eben als ob ich reich werden wollen würde. Hey, Hühnerbein, das ist deine Chance. Du wirst jetzt das Fliegen erlernen. Na endlich, wurde aber auch Zeit, Würmerfreund. Es ist so leicht, sogar du Vogelhirn wirst das können. Stelle dich auf eine blaue Flugplatte und drücke den A-Knopf. Hier sind 25 rote Federn, die dir beim Fliegen helfen werden. Bis bald. Hey, du bist richtig angeschlagen, du Arsch. Okay, danke. So, erstmal losfliegen und jetzt durch Drücken von A können wir an Höhe gewinnen. Hör zu fliegen. Musst du die roten Federn einsetzen. Drücke hierzu den A-Knopf und vergiss nicht, dass Kazooie nur 50 Federn auf einmal tragen kann. Oh, ich würde gerne den Dialog spielen, aber nein. Dieser Schatz, der war für mich. Nun wird es hart für dich. Okay, ui. So, jetzt kommt der Hai wieder. Der Hai stinkt nämlich. Bär und Strauß im Wasserbad. Das Rezept schicke ich an Biolek. Biolek, what the fuck? Vor allem wie die Chunks nicht laden auf N64. Den Momoschell sollte man eher schon sehen. Da war schon irgendwas mit neues Futter und irgendwas mit Grundhilda. Das habe ich nicht gesehen. Also, nein. Du kannst pokern.
Also, ja, der Mumbo stellt keinen Pokémon. Ja, geh weg. Geh einfach weg. Und nochmal. Eine Melodie verändert sich voll. Gruselig. So. Kannst aufhören, du. Geh mal weg, Alter. Ah, nein, die klaut uns Eigentum. Hups. Nicht von ihr beklauen lassen. Die klaut euch Federn und Eier und Leben und. Also Leben nicht im Sinne von extra Leben, sondern eben eine Honigwabe zieht sie euch ab. Plus, dass man eine Feder oder ein paar Federn und Eier droppt, je nachdem. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber irgendwas hat die einem auf jeden Fall weggenommen, ne? Gut, dann wäre es das aber auch soweit für Banjo-Kazooie im heutigen Part, würde ich behaupten. Treasure Trove Cove hätten wir schon ein gutes Stück vorgelegt und im nächsten Part werden wir es dann auch wieder simpel abschließen können, würde ich behaupten. So, noch hier die Noten drüben holen. Dafür laufe ich aber jetzt mal lieber so, weil ich bin noch nicht ganz bewandert mit dem neuen Xbox-Controller. Ah, ich habe gesagt, was ich für einen Controller habe. Yay! Ne, aber ich finde die Xbox-Controller sind wirklich super toll, also... Man kann ja immer gerne streiten, hä, PlayStation ist besser, Xbox besser, aber ich finde trotzdem, auch wenn ich PlayStation genauso gut finde wie Xbox als Konsole, finde ich hier die Controller von der Xbox sind viel besser. Weil mit denen kann ich auf jeden Fall viel mehr. Gut, und auch hier mit Bottles verhält auch alle Moves für die Welt. Der Supersprung wird euch in neue Dimensionen entführen. Nehmt Kazooie das in die Hand, ich bin so müde. Keine Sorge, der freche Truthahn ist an der Reihe. Stelle dich auf eine grüne Sprungplatte und halte den A-Knopf gedrückt. Wunderbar, du hast alles in der Welt gelernt. Ja, danke schön. Und hey! Bam! Du kannst pokern. Gut, aber wir pokern dann weiter. Wir pokern dann im nächsten Part weiter. Also würde ich mich bedanken fürs Zuschauen und sage noch, ich trapfe, können Bär und Vogel mich mit Eiern stopfen? Pfropfen stopfen. Ja, jetzt habe ich gespoilert. Und. Doch, ist gestopft. Ich werde das Wasser für den Bären ablassen. Und jetzt erstmal voll die Land mit dir. Boom! Naja gut, dann gehen wir im nächsten Part in die Sandburg, holen uns da das Puzzleteil und dann machen wir allgemein Treasure Trove fertig. So, ihr habt gesehen, das hat ja schon so mega lange gehangen. Ich weiß nicht, woran das genau liegt, aber is that ROM? I can not nix dafür. Pam. Das war gut Englisch und so. Also, vielen Dank fürs Zuschauen vom heutigen Banjo-Part und bis zum nächsten Mal. Aloha und ciao.